So. Oh, da oben liegt, da liegen noch zweimal Geld rum. Da unten liegt auch noch mal was. So gleich noch mitnehmen können. Ein bisschen Nightfishing betreiben hier. Ja gut, stimmt, wir haben ja kein Bait mehr. Ah. Wir haben ja kein Bait mehr, deswegen dauert das so ewig. The Spirit's Eve hat's begun, also gehen wir erstmal dahin. Ja, die nehme ich noch mit. Bringt zwar nicht viel, aber wie heißt der Spruch? Kleinvieh macht auch Mist. Und wir können jeden Cent, den wir haben, gebrauchen. So. So mit ihr reden. Ich hab so Angst. Hallo Michael, hattest du einen produktiven Herbst? Es wird jetzt kälter, die Crops halten nicht mehr lange. Aber Aunt Mary, ich will in das Labyrinth gehen, ich habe keine Angst. Was hat der? Rare Crow, Jack-O-Lantern, Jack-O-Lantern Recipe. Lass mal alles kaufen. Und geh nicht zu nah an den Käfig. Ach, die Viecher, den werde ich locker fertig. Keine Ahnung, wie diese Skelette laufen können. Das ist voll creepy, Alter. Das war ziemlich cool. Warum ist kein Pumpkin-Bier mehr da? Einer meiner Iridium-Schlagknüppel würde kurz einen Prozess mit dem machen. Winter ist hier, ist gute. Der Winter ist hier, ist eine gute Zeit, um Holz und Stein aufzustapeln. Ich habe Maru schon seit Stunden nicht gesehen. Hoffe, ihr geht's gut. Vincent ist böse, dass ich ihn nicht in das Labyrinth lasse, aber er ist nur ein Kind. Ich hab sehr schnell. Ich krieg sehr schnell Angst. Ich lasse den jungen Leuten das Dings Labyrinth. Hi, sorry. Mein Mund ist voll mit Blackberries. Magst du die Kürbislaternen? Ich habe sie selber gemacht. Mama lässt mich nicht ins Labyrinth. Ja, besser so, Alter, besser so. Hallo Michael, hast du das Maze schon besucht? Der komische Mann in seinem Turm hat es ganz alleine gemacht. Ich komme zu jedem Event mit kostenlosen Essen und Trinken. Du wirst mich nur nicht im Labyrinth sehen. Es ist so viel interessant, mit Kürbissen zu kochen. So eine interessante Frucht. Ist es nicht Gemüse? Es ist ein bisschen kalt, nicht wahr? Zu meinem Ernst, ist ein Kürbis Frucht oder Gemüse? Ich weiß es wirklich nicht. Na, dem haben wir schon alles abgekauft. So, dann gehen wir selber mal ins Maze. Reden erstmal mit jedem, den wir finden können. Oh, du hast mich gefunden. Ich hab so viel Angst gekriegt, aber hier versteckt was eine Pussy, Alter. Hier ist ein Jack-O-Lantern. Da ist die Maru. Ich glaube, ich war hier schon. Nein, warte. I'm lost. Weißt du, hier unten ist der Ausgang. Hier. Sie steht hier. Und ist lost. Ist klar. Die sieht den Ausgang doch. Oh, guck mal, Patschehändchen. Kann man hier rein? Nee, schade. Da ist eine Kiste. Hallo, Penny.
Von dem Dampf aus diesem Kessel wird mir ganz schwindelig, aber ich kann irgendwie nicht weggehen. So, nochmal durch die Patschehändchen. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Ich finde es schade, dass man hier mit nichts interagieren kann. Was ist denn das Komisches da hinten noch? Wie komme ich da hin? Noch ein paar Jack-O-Lanterns. Abi. Ich kann nicht weitergehen. Spinnen. Abigail hat also Angst vor Spinnen. Und wir heldenhaft laufen durch die Spinnen durch. Das ist komisch, nur eine Sackgasse. Hier ist auch kein Durchkommen. Irgendwie muss man ja dahin kommen. Was ist das? Ein Schild. Ein Schild, ein Schild, ein Schild. Ach was. Ein Geheimgang. It's quite a bit too obvious, isn't it? So, jetzt kann ich hier hinten rum. Mit den beiden kann man irgendwie nicht quatschen. Doch ich weiß nämlich nicht, wie man da hinkommt. So, und wir sind bei der Truhe. Und haben einen goldenen Kürbis erhalten, der eigentlich denn nichts kann. It's valuable, aber es hat keinen anderen Sinn. So, jetzt hier wieder durch. Und hier raus. Dort entlang, da entlang. Wer mit allen gequatscht, ne? Ich könnte schwören, niemand war vor mir. Ja, guck mal da bei dem Schild. Aber ich habe die Truhe schon geplündert. Und haben wir schon wieder mit allen geredet, oder? Schon alles gemacht, was es zu machen gibt. Es muss hier irgendwo einen Geheimgang geben. Ja, ich habe ihn schon gefunden. Ich bin der Labyrinthkönig. Ich sehe auch alles von oben. Gibt's noch mit irgendwem was zu reden? Nee, irgendwie nicht, ne? Dann können wir auch den letzten Tag des Herbstes einläuten. Wir haben alles gekauft, wir haben... Ja. Goodbye. Im Vergleich zu dem Festival davor waren wir mit dem jetzt eher schnell durch. Weil der Festival Schnelldurchgang sozusagen. Stellen wir gerade mal ins Haus. Weil draußen wird der gammelig, weil es ja ein echter Kürbis. So, hier. Hier, hier, hier. Noch schnell verkaufen. Hier kann man auch überall schnell zumachen. Ist zwar schon spät, aber so viel Zeit muss sein. Wir haben ja wieder viel Geld ausgegeben. Wir müssen wieder Geld reinholen. Weil jetzt, ist Anbauen nicht mehr drin. So, du kannst da rein, du kannst da rein, du kannst da rein, du kannst da rein, du kannst da rein. Den goldenen Pumpkin, den werde ich erstmal hier irgendwo lagern. Und sonst, wenn wir damit irgendwann mal was anfangen, vielleicht irgendwie dekomäßig oder so. Jetzt erstmal ganz schnell schlafen gehen. Bam, 14.000. 14.000. So fängt der Winter doch gut an. Blöd ist gerade, hier ist es gerade zappeduster. Bei mir im Raum, weil ich hab kein Licht an. Ach guck mal, es ist sogar noch fast alles fertig geworden. Jetzt lasse ich das mit dem Gießen aber sein. Weil macht eh keinen Sinn.
Obwohl. Gieße ich noch? Aber eigentlich macht es keinen Sinn, der Monat ist vorbei. Brauche ich mir auch nicht meine Energie verschwenden. So, gerade mal hier reingehen. Den. Gib mal Fettkohlen. Den können wir der Abby mal bringen. Und so geht es denn jeden Tag, wenn wir die Sprinkleranlagen haben oder eine Ehefrau. Weil da müssen wir nicht mehr gießen, außer halt am ersten Tag des Monats. Wieder vergessen, den Eimer abzulegen gestern. Milk. So, nochmal Milk. Nochmal Milk. Und nochmal Milk. Wir haben doch schon zwei Herzen, warum kriege ich... Der Eimer. Lalala, die beiden Goldmilch. Was macht man jetzt mit der Energie, die wir noch haben? Was den Amethysten tue ich erstmal hier dazu. Das Zeug packe ich erstmal in den Kühlschrank. Wenn wir noch hier 7 Sunnyside ab. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz wieder mal in die Höhle. Da können wir dann aber auch das hier alles ablegen. Weil wir werden es nicht brauchen. Gehen wir mal kurz noch ein bisschen in die Höhle. Natürlich könnten wir uns vorher erst nochmal schnell ganz frisch machen. Lalala, dann muss ich nachher noch kochen. Ach ja. Es ist erst 20 nach. Ist ja erst 20 nach. Nehmen wir mal wieder ein bisschen Energie dazu. So, jetzt. Gut, haben wir nicht mehr so viel Zeit in der Höhle, aber können wir mal ein bisschen länger als 9 Uhr bleiben. Solange wir noch rechtzeitig nach Hause kommen und nicht Geld verlieren dann. So, schnell noch die paar Freundschaftspunkte mitgenommen. So. Höhle in Action. Nachgucken. Ah, Emily kriegt als nächstes den. Kriegen wir als nächstes. Als nächstes wird uns Emily mögen.
Vielleicht immer einer neuen Waffe Ausschau halten. Die macht zwar Damage, aber seht ihr ja, wie langsam die ist. Ah, da hinten hüpft ein bisschen Kohle rum. Eine Frozen-Geode. Und die Leiter. Ach nö. Aber wir brauchen sie ja für den... Für das Bundle brauchen wir die ja sogar. Und für die Adventurers Guild. Für die Monster Hunt Quests. Endlich. Ich will nur wegen Yielen was essen. Na, 13 Batwings hat's gebracht. Batwing. Boah, diese kacklangsame Waffe, ne? Zeit für eine neue. Wow, ein Iron Ore. Hier nur wegen Gesundheit was essen, nicht wegen Energie. Gefällt mir nicht. Was ist denn hier los? Oh, das ist eine Monster Hunter Area. So. Zwar gut Damage, aber es ist echt mies. Gegen die Fackviecher vor allen Dingen. Ist das echt ätzend. Eine Frozen-Geode. Das ist gut. Das, ah, der hat mir immer noch einen Damage gemacht. So, zack. Ein paar Frozen Geoden gab es immerhin. Oder nee, ah nee, das war eine Frozen Tier. Ah, die haben wir, glaube ich, schon im Gemeindehaus abgegeben. Die Winterroot weiß ich gar nicht. Ob wir die schon abgegeben haben. Lässt sich ja herausfinden. Nee, aber ich glaube, davon haben wir schon eine. Irgendwo. Gesammelt. Die ganzen Fried Eggs essen, nur um ein bisschen Health zu kriegen, ey. Wie ätzend. Okay, also mit der Waffe komme ich echt nicht klar. Ich hasse so super langsame Waffen. Für die Heilung. Und da war schon wieder die Google Mail Einstellung veraltet. So. Unsere nächste Höhlentour nehmen wir ja dann schon Käse mit.
Oh, und ganz viel Eisen, sehr schön. Und schon eine Treppe nach unten. Eine Treppe nach unten ist auch sehr schön. Lalala. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Oh ne, I'm out of here. Weil er cool ist, ich bin raus. Eine Frutzentier. Ein paar springende Kohleklumpen. Oh, guck mal, wie viel Eisen da drüben ist. Geile Scheiße, so viel Eisen. Können wir dann manche Sachen sogar schon zweimal upgraden lassen? Das wäre geil. Und einen Weg nach unten haben wir auch. Yeah, Level up. Neue Schuhe. Defense 2, Immunity 1, dann nehmen wir doch die. Oh nice, das war eine erfolgreiche Runde. Wir haben zwar viel Damage kassiert, aber sonst war die Runde nicht schlecht. Hier drüben gibt es noch ein bisschen Kohle. Und es gibt da... Ich wollte mal was gucken. Wir sind hier oben rum hierher gelaufen, jetzt laufen wir unten rum zurück, ob da noch was liegt. Oh, hoho, Cutscene. Ich glaube, du fragst dich, warum ich hier so spät nachts am Friedhof sitze. Das ist der beste Ort in der Stadt, wo man etwas Privatsphäre finden kann. Und ich bin so verschwitzt, weil ich habe meinen Schwertkampf trainiert. Was? Denkst du etwa, ich bin zu schwach, um eine Klinge zu führen? Sorry, ich bin da ein bisschen verteidigend. Ich will irgendwann mal die Höhlen im Berg erforschen, aber ohne Bewaffnung da reinzugehen ist viel zu gefährlich. Ja, ich habe ein Schwert benutzt und das ist sehr exciting. Ha, du verstehst also, warum ich hier bin. Ich habe mein ganzes Leben hier in der Valley gewohnt und ich habe nie irgendwas gemacht, wo man sich für mich erinnert. Und ich will Abenteuer. Abigail? Dad?
Ich hab dich überall gesucht. Deine Mutter will, dass du nach Hause kommst und beim Abendessen hilfst. Was machst du überhaupt so spät auf dem Friedhof? Das ist kein Platz für eine junge Lady. Kümmere dich um deinen Kram. Meinst du nur, ich soll hier draußen sein? Ich soll daheim sein und Essen kochen, weil ich eine Frau bin, nicht wahr? Du hängst wirklich in der Vergangenheit fest, Papa. Lass uns gehen, Michel. Lava cool ist Mutz. Are you coming or not? Kommst du oder nicht? Hey, komm zurück! Nö. Okay, hier wird uns mein Dad niemals finden. Ups. Kannst du glauben, dass meine Eltern mal jung waren? Die verstehen mich gar nicht. Ich weiß, die sind in einer anderen Ära aufgewachsen. Mit anderen Werten und so, aber es regt mich trotzdem auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Könntest du mir helfen, meine Haare aus dem Busch zu kriegen? So, jetzt aber schnell zurück und schlafen gehen. Und dann mache ich auch wieder. Dann mache ich auch eine Aufnahmepause, weil dann ist erstmal die Katze dran. Tut mir leid, dass vorhin gerade das kurze Bild verrutscht ist und ich jetzt so oft so ruhig war, aber jeder, der eine Katze hat, wird mich verstehen. Inventar aussortieren darf dann auch der Zukunftsmischel machen und hier den ganzen Scheiß verkaufen und so. Ich will jetzt einfach nur schnell die Folge beenden. Bevor mein Mikrofonkabel noch drauf geht. Da bedanke ich mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß in der kurzen Aufnahmerunde hier. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Ciao mit V. Oh, warte, wir haben noch Wesen. Wir haben mehr HP und sind ein besserer Warrior geworden. Jetzt aber, ciao. Ah ne, das Geld gucken wir uns auch noch an, bis er speichert. Das heißt, wir haben dann morgen 4600 Gold mehr, nice. Also dann, jetzt bin ich aber wirklich raus. Auf Wiedersehen.